Hallo Beko, hier sind wir in einer Energiewald-Versuchsfläche, die wir 2019 gepflanzt haben. Ich zeige euch das, weil ihr ja jetzt auch einen Energiewald hier macht und genau so kann euer Energiewald in 3 Jahren aussehen. Die Idee von einem Energiewald ist, dass hier das Holz für die Dörfer, die daran angrenzen, quasi produziert werden kann und somit die Naturwälder drumherum zu schützen und einfach als eine produktive Holzressource für die Leute in dem Dorf dienen zu können. Bonjour, nous sommes dans la forêt énergétique de Ntivikope. Et ici, nous avons planté des arbres avec l'intention d'aider la population de Ntivikope à trouver les bois de chauffe. Et à base de ça, notre schéma culturel ici, c'est 50 cm sur 1 mètre avec des espèces suivantes. Il y a le Melina arborea et aussi les Samanea saman et les Sena siamea. Les 3 espèces là, nous tenons compte ici que les Melina arborea sont plus adaptés à la zone et ils sont de croissance rapide qui pourrait aider à la population de trouver vite les bois de chauffe et pouvoir utiliser ces bois aussi pour leur toiture et autres. Donc nous trouvons que le projet de la forêt énergétique, c'est une bonne chose pour la population. Wenn man bedenkt, dass das jetzt ein 3 Jahre alter Baum ist und man steht quasi schon in einem Wald drin, ist es ziemlich beeindruckend, wie gut er sich hier in dem Klima entwickelt und wie schnell sowas hier gehen kann.